Die erste Aufgabe ist erledigt. Aland abgehakt. Jetzt geht es auf den Barsch. Also, Attacke Vollgas, raus mit den Barschen, raus mit der Barsch Trophy am Moskitosee. Und was soll man sagen, der Barsch, der lübt. Allerdings muss man auch sagen, der Barsch mit 1,6 Kilo Trophygewicht ist super schwierig zu kriegen. Super schwierig zu kriegen. Gerade jetzt auch nach dem letzten Video zum Aland, speziell nochmal zum Thema Ehrenfischer, kamen so viele Kommentare, auch im Discord oder auch hier im Ingame-Chat, so viele Kommentare dazu. Ja, ja, aber der Barsch, ich stehe hier seit Wochen. Ich habe hier schon 400 Lauben verangelt. Und. Es ist schwierig, es ist absolut schwierig. Ich habe damals meinen Barsch, gucken wir mal eben rein, da ist er, Moskitosee Barsch, 1,628, hat also gerade so gereicht, reicht mir natürlich auch, wenn er so gerade eben das richtige Gewicht hat. Ich hatte ihn damals auf dem Stinky Stick am Moskitosee, heißt also auf Wacky Rig. Stinky Stick. 4,5002. Ich überlege gerade, warum auch nicht einfach nochmal testen. Ich stehe jetzt gerade schon ein bisschen länger hier, war zwischendurch ein bisschen AFK und dann mal wieder getestet und so weiter und so weiter. Aber wie gesagt, schon ein bisschen länger jetzt hier. Und auch das, würde ich sagen, sieht sehr barschlastig aus. Jetzt ist war gerade, wie gesagt, Abendstunden und Nacht und wie gesagt, auch mehrfach Pause gemacht, kurz weg gewesen vom Rechner und ja, tagsüber oder Abendstunden, da sind hier gerade auch noch Schleien reingegangen, aber eben auch Barsche. Jetzt sortieren wir mal eben nach Gewicht. 1,4 mit 1,4 Kilo sind sie gerade so am größten. Und das, finde ich, ist schon mal gar nicht so schlecht. Was ich jetzt gerade gemacht habe, ich habe sämtliche Routen, hier sind sie, so halt aufgebaut. Und vorher war ich komplett mit Einserhaken dran. Jetzt übertreiben, weniger Fisch, aber wenn, hoffentlich der richtig dicke mit 1,0er. Und Tauwurm das Ganze. Und dazu nur 6,9 Kilo Fluorocarbon only, Komplettschnur, kein Vorfach und alles, Fluoro only. Wenn man hier entspannt mit der HSV unterwegs ist, haben wir hier auch ausreichend Schnur drauf. 300 Meter Rollen, also es würden hier 400 Meter sogar drauf passen. Das ist halt der Vorteil von so einer großen Spule, von so einem, ja, so einem Karpfenrollending, wo halt ganz viel dicke Schnur eben drauf gehört. Und ja, das lübt ganz gut, ist ganz entspannt. In der Nacht, wie gesagt, bin ich jetzt sehr unsicher, ob da überhaupt irgendwie groß was geht. So gegen 23 Uhr war, glaube ich, gerade der letzte Barsch. Und jetzt heißt es warten. Vielleicht geht da noch ein bisschen was anderes. Nutzt oder gibt mir die Zeit, die Möglichkeit, die Zeit anders zu nutzen. Das heißt, ich gehe jetzt hier nochmal eben auf die Wechsler. Die Wechsler, allerdings baue ich die nochmal um. Ich habe vorhin auch schon ein bisschen rumgejiggt, hatte Ergebnisse, hatte Barsche, ganz gute Ergebnisse mit Ette hier. Also in der Kombination, auch hier wieder 1,0er Haken, 7,8er Vorfach und dann hier ganz normale Jig-Montage. Und dem Heavy Creek Maggot 002. Jetzt bauen wir das alles nochmal wieder um. Nachteil, ich bin mir sehr sicher, dass ich das damals hatte. Mittlerweile habe ich es nicht mehr. Ich hatte Skillpunkte drin in Wacky Rig. Habe ich, wie gesagt, mittlerweile nicht mehr. Und das bedeutet, da muss ich ein bisschen was ändern. Ich nehme mal tatsächlich diesen hier, 12 Gramm, ja, denn ich will weit raus.
So, und jetzt brauchen wir den Stinky Stick 4, und das ist, glaube ich, dieser hier, ne? 002 oder war es 003? Gucken wir nochmal schnell rein. Na, wo ist es? Da haben wir es. Trophäen und es ist der 002. Okay, also Stinky Stick in der Variante. Und da war tatsächlich was dran. Ich stelle es nochmal ab. Vielleicht weiß es gleich nochmal. Wir warten nochmal eben ein bisschen. Und der nächste, der gleich quasi hier einen Biss produziert, dann lassen wir das Ganze kurz drin. Und dann werde ich gleich hier nochmal ein bisschen probieren mit Vecchirig. Und da geht es wieder rein. Das Gezubbel hat ein bisschen gedauert. Aber tatsächlich doch nochmal Biss. Wir haben jetzt so um die 3 Uhr ungefähr. Vielleicht sind es auch nur irgendwelche Schläfergrundeln. Kann ja auch sein. Ich glaube, es wird so langsam wieder hell. Ja, 3:30 schon gleich. Mal kurz einen Blick reinwerfen. Ist da was dran? Da ist offensichtlich nichts dran. Wir haben natürlich jetzt hier mit den großen Haken tatsächlich auch eine Art Abschreckung für kleine Fische, wenn dann nach wie vor welche spawnen und versuchen dann dran rumzunübbeln. Ja, passiert es halt häufig, dass die es nicht schaffen zu beißen. Dementsprechend, ja, sind die dann hoffentlich schnell genug wieder weg und geben den Köder wieder frei für die wirklich dicken Brocken. ja, nichtsdestotrotz, ich muss noch ein bisschen jetzt abwarten hier, dass es gleich hell wird und dass ich dann nochmal auf Vecchirig ändere. Guck mal da, da hat sich einer jetzt erbarmt. Ich schaue nochmal eben rein. So sieht die Route aus. 1-0er Haken, Tauwurm, schlammfarbenes Blei mit 40 Gramm. Wie weit werfe ich hier aus und wo stehe ich hier überhaupt? Am Moskito und wir werfen hier raus 25 Meter geklippt. Und ja, so sieht das, wie gesagt, gerade aus hier mit den ganzen Barschen und Schleien. Wobei es sind halt nicht so viele Schleie, aber ein paar Schleien sind halt da, ne? Klar, darf ja nicht fehlen, das Rotauge. So, jetzt machen wir das Ding aber nochmal weg. Und ich schnapp mir hier eben die Vexilla. Vexilla, ich tue die mal hier auf die 4. Eine der wichtigsten Routen für alle, die vielleicht einfach mal sagen, okay, ich mache ja gerne auch Spinning, habe aber vielleicht auch nicht mehr so viele Skillpunkte übrig, hätte aber doch gerne, ne, vielleicht dann irgendwie doch dann alle Skillpunkte drin in diesen Montagearten. Und da bietet natürlich die Vexilla auf diesen ganzen Gummifisch-Montagearten, wie zum Beispiel auch jetzt hier Vecchirig, genau das Richtige. Also ich habe keine Skillpunkte drin und mit der Verwendung dieser Route habe ich sie jetzt drin. Und das heißt, wir ballern das Ganze jetzt mal raus und machen jetzt hier ein auf Vecchirig. 12 Gramm Haken. 12 Gramm Haken 1-0. Und ich drehe hier einfach nur ein bisschen rum. Zack, so, jetzt ist er in Action und wir machen kleine, sowieso Jig-Bewegungen. Man kann auch einmal drehen und dann einmal nochmal hochzuppeln, drehen, hochzuppeln und wir zuppeln einfach so ein bisschen. Machen wir die Bremse ein bisschen runter, kannst auch 2-3 Mal rumzuppeln. Geht aber besser, wenn man vielleicht mit dem Boot unterwegs ist, sowas wie vielleicht am Ladoga und dann hat man quasi direkt... Oder man ist quasi direkt gegen, oben drüber und man zieht einfach nur so hoch, so pilkenmäßig, in dem Style. Einfach nur so den Köder immer mal wieder so ein bisschen Schwung geben, den Wurm da unten dran. Es kann durchaus sein, dass es jetzt mit dem 1-0er Haken viel zu groß ist. Grundsätzlich würde ich sagen, für eine vernünftige, gute Frequenz auf jeden Fall einen 1er Haken verwenden und dann, ja... Also 1er Haken, vielleicht eine Route mit einem 1-0er. Genauso wie beim Brassenangeln, da mache ich das auch irgendwie, dass man dann normal so mit einem 1er unterwegs ist. Und die eine Route, die hat dann die Chance, die richtig großen Brocken vielleicht nochmal ranzuziehen. Aber dass man eben auch noch ein bisschen Frequenz hat und dass da überhaupt noch ein bisschen mehr reingeht, ne? Ja, gute Frage, ob das jetzt hier funzt. Wie gesagt, das ist auch mit meiner Trophy... Monate her. Ich glaube, es steht ja sogar dran irgendwie. Ich habe irgendwas mit dem 17. im Kopf.
Ah ne, der Ehrenfischer. Der, da steht das dran. Am Ehrenfischer steht es dran an der Auszeichnung. 17.03.21. Ich bin mir allerdings gerade nicht so ganz sicher, aber einer von diesen beiden besagten Wilden, Aland oder Barsch, war der letzte. Einer von beiden. Ich glaube, es war der Aland. Ich glaube, es war auch der Aland, ja. Allerdings hatte ich den damals hier oben gefangen. In dem Bereich. Da ist ja auch ein klassischer Aland-Spot. Wenn du den noch nicht kennst, auch einfach mal gucken. Im Discord, Link zum Discord unter dem Video. Und da im Discord, dann unter Mosquito, gibt es mehrere Beiträge auch zu. So, lassen wir nochmal absinken hier. Schön ins 4-Meter-Loch, ja. Und ich mache nochmal ein bisschen langsamer. Das war jetzt alles relativ schnell und ruckelig. Und jetzt gucken wir mal. Und ganz wichtig auch von der Uhrzeit. Ich werfe jetzt ein paar Mal aus. Wobei es mir jetzt gleich erst so ab 6 Uhr ungefähr rum wichtig wird. Das ist dann nochmal so ein bisschen der Startschuss für die tagliebenden Fische. Und ich denke, der Barsch zählt da doch auch mehr zu. Und gerade jetzt so die Morgenstunden, da habe ich ja ein bisschen Hoffnung, dass da ein bisschen was Dickeres nochmal reinballert. Ich schaue gerade nochmal rein, ne? Das kommt mir doch sehr, sehr, sehr groß vor. Ich mache mal hier einen Zweierhaken groß. Ist natürlich jetzt deutlich kleiner als der 1-0er. Irgendwas hat hier gezuppelt. Ich habe es aber nicht gesehen oder gehört. Oder nur gesehen, nicht richtig gehört. Gucken wir mal. Also. Raus damit. Zack. Ja, Weite ist immer noch gut. Kommen wir weit genug mit raus. Und jetzt gucken wir mal, ob da drauf nicht noch ein bisschen was geht hier. Auf dem Stinky Stick mit Wecki. Wie gesagt, immer auch diese Bewegung ruhig machen hier. Bisschen nachkurbeln. Und so geht das, wie gesagt, dann auch immer ganz gut. Halt auch auf Ränken und Co. Und dann sieht man es, ne? In dem Moment, wo dann die Spitze oben krumm wird, hängt halt einer dran. Ein ganz winziger ist gerade schon reingegangen. Ich habe gerade mal hier so links rüber auch geworfen. Kleiner 50 Grammer. Zack. Okay, das ist der nächste winzige. Scheint vielleicht doch noch nicht so der Burner zu sein hier mit Wecki Rig. Oder da tut sich gleich noch was. Bisschen probieren wir noch. Die beiden Grundruten auf Tauwurm, die bisher solide geliefert haben, die sind ja drin. Da ballert aber rein, einer rein hier, ey. Zack. Oha. Könnte aber natürlich auch wieder die Schleie sein, ne? Wer weiß das schon so genau? Ei, ei, ei. Also mit Weckerig übelst schwierig. Nein, es ist keine Schleie. Es ist ein schöner Barsch. Ein Kilo Barsch. Naja. Schnell wieder raus damit. Wie gesagt, mit Weckerig bisher noch nichts wirklich Gutes. Ist aber auch tatsächlich ein bisschen tricky mit diesen großen, Wecki-Würmern. Aber offensichtlich war er ja damals, guck mal da auf Grund, Alter. Was geht denn ab? Offensichtlich hat es ja damals funktioniert. Möglichkeit wäre natürlich jetzt, mittlerweile gibt es auch noch andere, mit dem Erscheinen vom Archipel, kam ja auch noch andere Wecki-Würmer so. Falscher Fisch! Falsch! Barsch! Genauso lästig! Andere Wecki-Würmer sind doch noch dazugekommen. Vielleicht kann man auch mit diesen anderen Wecki-Würmern noch ein bisschen testen. Barsch und Wecki-Rig ist ja Liebe. Ist ja ganz klassische, immer wieder gut funktionierende Kombination eigentlich. Und von daher kann ich mir auch gut vorstellen, dass man eben auch mal hier vielleicht solche Kandidaten mit verwendet, die es damals vielleicht noch gar nicht gab. Ne? Gucken wir mal, vielleicht sowas hier. Sehr wurmig. Ich baller den einfach mal raus, auch riesig groß das Ding. Einmal ziehe ich noch durch und dann geht es hier gleich wieder auf die Grundruten mit dem Tauwurm. Wie gesagt, im Großen und Ganzen muss ich echt sagen, ich bin super zufrieden, was hier so reingeballert ist von den Barschgrößen. Sensationell. Kann man wirklich gut machen. Nichtsdestotrotz
ist es, und das glaube ich euch sehr, es ist sehr, sehr, sehr nervig. Und das ist, glaube ich, jetzt eine ganz wichtige Sache. Wenn es nicht geht, dann versucht es nicht irgendwie zu erzwingen. Also nicht, ne, das hatte ich ja schon ein paar Mal auch gesagt, nicht da angeln, wo ihr wollt, sondern da angeln, wo die Fische wollen, dass es gerade geht. Es macht halt alles keinen Sinn, wenn der Fisch halt gerade nicht in einer guten Population, Größe und so weiter da ist. Wenn vielleicht auf die Köder, die man so traditionell verwendet, wenn da vielleicht gerade gar nichts drauf geht, dann vielleicht einfach mal lassen. Einfach mal nicht versuchen, das Ganze zu erzwingen. Und wartet ab, in ein paar Wochen heißt es auf einmal wieder Alden Barsch Trophy Alarm am Moskito. Und dann kann man doch immer noch dahin gehen. Ich meine, so ein Ehrenfischer ist ja jetzt nicht so wichtig. Das macht man halt irgendwann, wenn es klappt. Siehe Don Kaulbarsch. Was willst du machen, wenn der Don Kaulbarsch nicht reinballert? Dann ballert er halt nicht rein. So, zack, direkt wieder raus. Ein bisschen weiter rechts jetzt. Ja, und wie gesagt, nach wie vor noch nicht wirklich viel Progress hier auf Vekirik. Wobei mich das echt interessieren würde, ob da nicht noch ein bisschen was geht. Jig, wie gesagt, war gut. Einfache Jig-Montage. Kickback habe ich auch probiert, war ein bisschen schwieriger. Einfache Jig-Montage, simpel, hat ganz gut funktioniert auch schon. Ansonsten auch sowas wie Texas Rig und so kann man natürlich auch alles verwenden. Zack, es zuppelt schon wieder los. Ich gucke nochmal eben kurz rein. Kohlemäßig. So, nach Preisen sortiert. Natürlich die Schleien sind natürlich preislich richtig gut. Aber ansonsten auch die hier, ne? 2 bis 4 Silber kann man machen. 80 Tacken ist natürlich nicht viel. Aber man steht ja hier auch nicht, um Kohle zu machen. Es sei denn, es sind noch zufällig ein paar Kaffeeaufträge mit drin. Dann ist es natürlich auch sehr nett. 7 Stück, zack, haben wir hier 35 Silber. Von den ganz kleinen 5 Stück. Zack, sind wir schon bei 46. 47 Silber. Naja, vielleicht kommt ja gleich noch was rein hier. Kaulbarsch, Rotaugen haben wir nicht ausreichend. Ja, vielleicht kommt noch was anderes rein. Ich mache noch ein bisschen weiter. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, hilft mir. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags um 19 Uhr. Petri.